Meine Lieben und herzlich willkommen zu dieser heutigen Legung, die schon einen Titel hat, was du nicht kommen siehst. Und es gibt eine kleine Vorgeschichte, warum ich diese Legung heute mache, und die möchte ich euch kurz erzählen, weil ich eben einen Impuls vom Universum hatte, dass das die Fragestellung ist, die möglicherweise heute beantwortet werden kann. Also, es begann gestern. Ich habe ein niegelnagelneues Tarot-Deck, The Cozy Witch. Ich liebe es. Ich liebe dieses Deck. Ohne Scheiß, ich bin richtig krass verliebt in dieses neue Deck. Und ich habe gestern die ersten beiden Sternzeichen aus diesem Deck gemacht. Und in beide Sternzeichen fielen die sieben Kelche. Nicht jede große Option, die dir gereicht wird, ist auch eine große Option für dich. Und da muss ich ein bisschen drüber nachdenken, und dann ist mir eingefallen, dass ich Anfang des Jahres, als Freunde bei mir waren, jedem eine persönliche Legung gemacht habe, meinen drei Freundinnen und mir selbst, und in allen vier Legungen auch die sieben Kelche vorkamen. Und so war für mich irgendwie die Erkenntnis da, okay, wir sehen alle etwas noch nicht, ne? So, irgendetwas passiert noch, was wir noch nicht sehen können, was dann völlig neue Gegebenheiten schafft. Und ich habe im Januar, auch in den Live-Legungen, ne, vielleicht könnt ihr euch erinnern, die es gesehen haben, auch in den Live-Legungen schon versucht herauszufinden, was genau die sieben Kelche sind. Aber die Botschaft kam nicht durch. So, jetzt sind wir in einer Zeit, wo auch Verena Bachmann, deren Wochenhoroskop ich immer vorlese, immer wieder sagt, es passieren unvorhergesehene Dinge, Überraschungen, beziehungsweise, was hat sie geschrieben? Ereignisse, unvorhergesehene Ereignisse, die ein Turning Point sein können, ne? die einfach das Geschehen nochmal komplett verändern. Und dann habe ich gedacht, vielleicht lassen sich jetzt hier diese sieben Kelche abklären und der Turm. Was sehen wir gerade noch nicht auf uns zukommen? Denn ich habe das Gefühl, dass es jetzt hier im März näher ist, oder ich sage jetzt mal zumindest Richtung März, April, Eclipse Season, ne? Astrologisches Neujahr, Equinox, name it, Sonnenjahr. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt vielleicht heute schon eine Vorschau nehmen dürfen. Und genauso beginne ich jetzt eben diese Legung mit meinem neuen wundervollen Deck. Interessant. 10 Kelche, Ritter der Kelche. Das sehen wir nicht. Darüber werden wir sehr erfreut, meine Lieben. Okay, but sometimes it really is about rainbows and smiles. Okay. Und manchmal, wirklich, ich liebe dieses Deck. Es hat so schöne Botschaften. Manchmal ist es wirklich zu schön, um wahr zu sein. Interessant. Nichts passiert ohne Grund. Ich habe gestern auch eine Legung geschaut. Und da hat sie auch gesagt, too good to be true. Wenn das etwas, das dürfen wir nicht manifestieren. Wir dürfen auf gar keinen Fall, wenn uns etwas begegnet, der Ritter der Kelche, Happiness, 10 Kelche. Wir dürfen auf gar keinen Fall in die Energie von too good to be true, ne, zu schön, um wahr zu sein kommen, weil das ist ein Zweifel. Und dann sagt das Universum, ach so, das willst du gar nicht. Du zweifelst die 10 Kelche an, na dann nicht. Das hat die in dieser Legung gestern zu mir gesagt, wo ich auch gedacht habe, okay, wenn in meinem Leben etwas passiert, was fast zu schön, um wahr zu sein ist, dann werde ich es glauben. Und vielleicht ist es auch das, die 10 Kelche nicht in Frage zu stellen. Na so. Hier, okay. Vielleicht, ich will das draußen lassen, nichts passiert ohne Grund, meine Lieben. Und 2 Kelche, oh mein Gott, und das Rad des Schicksals und die Sonne. Okay, meine Lieben, das Sonnenjahr beginnt. Wir haben ja auch noch die 6 Kelche und der Hierophant. Interessant, alles klar. Ich liebe dieses Deck. Meine Lieben, der Ritter der Kelche. Die 10 Kelche. Die 2 Kelche. Das Rad des Schicksals
und die Sonne. Sonne, das Sonnenjahr, ne? Gib dir selbst die Erlaubnis, Freude zu empfinden, Freude, Experience zu erfahren. Sehr stark in einem liebevollen Miteinander. So, meine Lieben, wie ihr gehört habt, es hat an meiner Tür geklingelt. Es kam etwas zu mir. Und zwar, meine Lieben, nichts passiert ohne Grund. Ne? So was deute ich auf jeden Fall in die Legungen mit rein. Zwei weitere neue Decks kamen in mein Leben. Das hier, das Floralis Lenormand, das habe ich tatsächlich geschenkt bekommen. Damit werde ich im Extended Legungen machen, was für mich was völlig Neues ist. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben mit Lenormand-Karten gelegt. Also eine völlig neue Experience kommt auf uns zu. Ne? Die sieben Kelche sind ja auch Optionen. Eine völlig neue Erfahrung klingelt an deiner Tür. Und das Tarot der verzauberten Seele. Enchanted Soul. Tarot of the Enchanted Soul. Und meine Lieben, ganz jungfräulich gehen wir jetzt, machen wir jetzt hier mit diesem Deck weiter und schauen mal, was da für eine Botschaft rauskommt. Ein riesengroßes Deck. Nichts passiert ohne Grund. Also völlig neue Energien, völlig neue Informationen, völlig neue, unberührte, keine Ahnung, too good to be true, maybe. König der Kelche, okay. Meine Lieben, ein riesengroßes Deck. Mal schauen, ob es auch der Teufel. Interessant. Ja, too good to be true, meine Lieben. Das nehme ich auf jeden Fall wahr. Du musst nichts tun, was ich sage. Aber dass etwas zu schön, um wahr zu sein ist, muss aus deiner Energie herausgehen. Du darfst das nicht in Frage stellen. Wenn es sich gut anfühlt, wenn es sich richtig anfühlt, ist es das Richtige. Bring deine eigenen Zweifel, deine eigenen sieben Kelche nicht in das, was hier unerwartet Schönes passiert. Wirklich, das ist schön. 10 Kelche, 2 Kelche, die Sonne, das Rad des Schicksals. Sieben Stäbe. Sieben Stäbe, nichts passiert ohne Grund. Kein innerer Widerstand. Das glaube ich ja nicht. So ist es nie gelaufen. Ich bin lieber vorsichtig. Überschreite diese sieben Stäbe-Grenze. Okidoki, meine Lieben. Viele Optionen nehme ich hier wahr. Drei Schwerter. Ich weiß auch nicht, ob das Tarot-Deck so arg zu mir spricht. Mir ist es ein bisschen zu fantasy-mäßig. Vier Münzen. Okay, meine Lieben, hier gehen irgendwelche Schutzmechanismen an. Drei Schwerter, vier Münzen. Weil wir versuchen, Kontrolle zu behalten. Nicht jede Option, die dir gegeben wird, ist eine gute Option für dich. Wisst ihr, warum ich gerade ein bisschen ins Stocken komme? Hier steht drauf, du hast viele Optionen, mehrere Optionen, ne? Drei Tarot-Decks, aber nicht jede ist auch für dich bestimmt. Nicht alles,
was sich zeigt, ist auch für dich, aber es ist etwas für dich. Und ich fühle gerade, also ich fühle dieses Deck nicht. Und witzigerweise ist dieses Deck das, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Und dieses Deck war so, ja, ich schaue es mir mal an. Ne? So. Und jetzt habe ich erkannt, dass, oder jetzt erkenne ich gerade, das Deck, auf das ich mich am meisten gefreut habe, spricht gar nicht so arg zu mir. Aber das hier, ne, das hier, I love it. Und genauso ist es mit den Optionen, die kommen. Ich sehe, dass deine Schutzmechanismen irgendwo angehen. Vielleicht auch, dass es an der Zeit ist, etwas loszulassen mit den vier Münzen, einen Schmerz, an dem du noch festhältst. Aber, meine Lieben, ich will dieses Deck tatsächlich nicht weiter nutzen. Ich fühle das gerade nicht. Vielleicht behalte ich es auch nicht. Ja, sechs Schwerter. It's time to write a new chapter. Es ist an der Zeit, eine neue Reise zu beginnen, ein neues Kapitel zu schreiben und in dieses Boot einzusteigen. Auf jeden Fall sollst du in ein Boot einsteigen. Und entweder deinen eigenen Widerstand oder irgendwo, wo im Außen Widerstand ist, irgendwo, wo vielleicht auch Verletzungen stattfinden, wirklich loslassen und auf dich zukommen. Ja, zwei Schwerter. Auf dich zukommen lassen. Aber ich kläre jetzt hier mit diesem Deck nochmal die Frage, was sehen wir nicht kommen? Der Turm. Liebes Universum, was sehen wir nicht kommen? Die Hohepriesterin, ich gehe davon aus, es revealt sich in der Fischezeit. Es zeigt sich in der Fischezeit. Der Page der Münzen und nochmal der König der Kelche. Den König der Kelche hatten wir hier schon. Also du siehst, also wenn du zweifelst, vertraue immer deinem ersten Bauchgefühl, steht auf der Hohenpriesterin. Deinem ersten Gefühl. Pass auf, dein erstes Gefühl in dieser Situation, die du möglicherweise, ein König der Kelche, die du möglicherweise nicht kommen siehst, könnte sein, too good, das ist zu schön, um wahr zu sein. Das klingt zu einfach. Ne? So. Und, aber genau das ist das Angebot, das du annehmen sollst. Page der Münzen. Der zweite Impuls, der kann Sorgen, Schutzmechanismen, sieben Stäbe, Widerstand, Vorsicht sein. Ne? Der erste Impuls, und es passiert offensichtlich in der Fischezeit. Mit dieser geballten Fische-Energie. Beziehungsweise ich will den April zeitlich mit reinnehmen. Weil im April sind Venus und Mars noch in den Fischen, Saturn ist in den Fischen und im April ist eben dieser große Boom, ne? So, Sonnenjahr beginnt. Also ich will die Phase dieser Turmmomente länger ziehen. Ich will dir aber sagen, dein erster Impuls ist, zu schön, um wahr zu sein. Dein zweiter Impuls ist Widerstand. Durchbreche diesen Widerstand. Erkenne, was das Universum dir anbietet, Page der Münzen. Und dann König der Kelche. Hier steht, always compose yourself before you giving a response. Bevor du darauf reagierst, entweder mit Widerstand oder mit Verschlossenheit oder mit, ich schaue mir das gar nicht an, weil ich, keine Ahnung, noch irgendwo festhänge. Bevor du darauf reagierst, schau in dich und handle, König der Kelche, Handlung, ne? Männliche Energie ist Handlung, und handle zuerst, wenn du erkannt hast, was ist die Aussage, Page der Münzen, was ist die Message deiner Seele? Weil ich glaube, dass du ja Angst hast. Ich glaube, dass der König der Kelche der Turmmoment ist. Hier liegt eine sehr starke Liebesenergie. Ne? Ritter der Kelche, zehn Kelche, zwei Kelche, Königin der Kelche, Fische-Energie, auch super emotional. Hier drei Schwerter, Heartbreak. Auf jeden Fall
kommt für dich und offensichtlich zumindest auf emotionaler, auf seelischer Ebene sichtbar, ne? Page der Münzen ist sichtbar, eine sehr, sehr, sehr gute Option. Mit dem Rat des Schicksals, ne? Das Potenzial zu Wachstum, das Potenzial, sich weiterzuentwickeln, das Potenzial, deine Zukunft zu beeinflussen. Sagen wir es mal so, schicksalshaft. Das siehst du nicht kommen. Und hier ist irgendeine Barriere, die durchbrochen werden will, um das, was fast zu schön, um wahr zu sein ist, wirklich anzunehmen. Okidoki. Meine Lieben, ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ihr habt selbst gemerkt, ne, diese Legung ist super intuitiv. Die Botschaft erzählt sich von selbst, von allein. Genauso wird es auch im Extended sein. Wohin die Reise geht, werden die Karten zeigen. Wenn du dich hier angesprochen und abgeholt fühlst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Extended-Legung zu dir passt. Genau, zusätzlich dazu findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, und darüber würde ich mich sehr freuen, findest du unten in der Infobox alles, was du dazu wissen musst und wie du da beitreten kannst. Für diejenigen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen, es gibt auf jeden Fall mehr als eine Option, die in den nächsten Tagen, Wochen auf dich zukommen. Viele Optionen. Manche werden dir sagen, ne? So, bin der done that, ne? So, war ich schon, kenne ich schon. Versuch dich selber, ne? Versuch in dich reinzuhorchen. Aber stell das große Konzept von, es passieren gute Dinge, stell das große Konzept davon auf gar keinen Fall in Frage. Weil damit setzt du dir selber eine Grenze von dem, was möglich wäre. Das Universum kommt und sagt, zwischen allem, was gerade passiert und der Turm, ich weiß, dass eine Menge passiert ist und ich weiß auch, dass noch eine Menge passieren wird. Zwischen allem, was passiert, liegt zumindest eine Option, wo deine Seele dir ein Ja gibt, wo etwas zu schön, um wahr zu sein, erscheint und wo du dann erkennen darfst, deinen eigenen Zweifel loszulassen und diesen Impulsen deiner Seele zu vertrauen, ne? König der Kelche, und dem zu folgen, dich auf das einzulassen. Hier ist definitiv mit den zwei Kelchen ein Einlassen auf diesen Weg, auf diese Menschen, auf diesen einen Mensch, auf diese Option, um dann wirklich zu wachsen, um dann wirklich das Potenzial zu nutzen, dich dahin zu entwickeln, wo das Leben manchmal wirklich von Regenbogen und Smiles, Rainbows and Smiles handelt. Okay, doki. Kann auch eine Reise sein, ne? Ich sehe hier sehr viele Strandreisen. Die sitzen alle am Strand, ist ja interessant. Guck mal, meine Lieben, die sitzen alle am Strand. Interessant. Rat des Schicksals ist Schütze-Energie, ist Reise-Energie. Sonne kann auch ein Hinweis auf den Sommer sein. I don't know. Aber eine Option sagt glückliche Zukunft hier. Und so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.